Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer weiteren Runde von Zwei Kerle, eine Karte. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, wir müssen das fürs nächste Mal ein bisschen anders machen mit Stronghold Crusader, weil ich habe ganz schrecklich das Gefühl, dass ich mein Spiel kaputt mache, und zwar des Todes. Ich bin jetzt gerade ins Spiel reingestartet, die Version, die mir Utfin gegeben hat. Und das war alles resettet. Alle Voreinstellungen, die Auflösung, der Sound war weg. Es war nichts, wie es so war, als ich es hinterlassen habe vor ein paar Tagen. Also das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Zumal ich ja auch noch parallel einen anderen Stronghold Crusader Stand habe. Und da ist es nicht so. Also hier ist irgendwas kaputt. Irgendwas stimmt hier nicht. Gewaltig nicht. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt vom Sound so passt. Ich muss das einigermaßen wieder so herstellen, wie es in meinem Gedanken ungefähr war. Ja gut, ich hoffe, das passt. Und ich hoffe auch, dass mein Mikro diesmal keine Faxen macht. Das tut mir sehr leid, nochmal vom letzten Mal, dass ich nur links zu hören war und rechts gab es so ein Knackgeräusch. Das war irgendwie total komisch, ich weiß auch nicht warum. Aber ja, hoffen wir mal, dass es jetzt einfach alles passt. Okay, gehen wir rein. Utfin hat mir den 9er Safe geschickt. Er hat das Schwein geschlachtet. Alles klar, okay. Laden. Also einen Timer sollte ich mir vielleicht auch noch anmachen. Bin mal wieder hier top-notch vorbereitet. So, tut mir leid, es ist früh am Morgen und ich bin noch etwas verdattert. Ja, wie es der Fachmann sagen würde, so 10 Minuten. Okay, schauen wir mal uns an, was er gemacht hat. Also, er hat das Schwein besiegt mit... Ich hoffe, dass er es mit der Armee geschafft hat, die ich vorbereitet habe. Da würde ich mich freuen, wenn ich diesen Assist quasi dazu beigetragen hätte. Das wäre hübsch. Und jetzt geht's quasi gegen den Wolf. Ja, ganz ehrlich. Wir werden überfallen. Wir haben hier Baumeister. Da kommt nochmal eine Kolonne Schwertkämpfer. Ich schätze mal, Utfin würde schon versuchen wollen, das von der Seite hier auszulösen. Ach, das ist sogar Triborg. Von der Seite hier auszulösen und da hier Palaver zu machen. Ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht schaffen mit dem Try, aber ich wollte es so gerne mal probieren. Einfach hier oben eine große Ballistenarmee aufstellen und dann von hier aus Ballisten und Schilde zu sammeln ohne Ende und dann hier runter zu schießen. Das will ich so gerne probieren und das versuche ich jetzt auch einfach. Ich werde diese Armee hier nicht anfassen, die wird hier einfach stehen bleiben. Ich werde die Verstärkung dahin schicken. Die werde ich Utfin hier einfach hinterm Berg kampieren lassen. So, wenn er, oder hier auf dem Berg vielleicht sogar kampieren lassen, mal gucken. Und dann kann Utfin die gerne nutzen in der nächsten Folge. Aber ich werde das wahrscheinlich nicht tun. So, okay, jetzt geht's los. Und let's go. Seid gegrüßt. Ihr verlangt viel, wir sind bereit. So, alright. Und los! Und marsch! Wieso ist denn hier, Entschuldigung, ich hab das Spieltempo hier auch. Eure Lordschaft? Richtig komisch, ich verstehe nicht, warum das Spieltempo jetzt so weit unten war. Das ist für mich auch kacke. Konstruieren Belagerungsgeräte. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Wir folgen euch, Herr. Konstruieren Belagerungsgeräte. Balliste. Bereit, Mylord. Wir stehen zu Diensten. Schild wird neu positioniert. Was vorwärts! So, wir decken das mal hier ab. Seid gegrüßt. Balliste. Bereit, Mylord. Komm, man will doch nicht, dass sie da nicht schießen können. Schild bereit, eure Lordschaft. Balliste, bereit, Mylord. Schild wird neu positioniert. So, jetzt. Balliste, bereit, Mylord. Okay, das... Egal, was da jetzt kommt, das sollte jetzt abgewehrt werden können. Wir sind bereit. Ah, warte mal. Ey! Mit Gott. Ach so, die sind auf aggressive Haltung eingestellt. Der Kornspeicher ist voll. Die Wege des Herrn sind unergründet. Eure Lordschaft? Einer für alle! Wir folgen euch, Herr. Vorwärts, Pikiniere! Schild wird neu positioniert! Ja, mein Freund. Schild bereit, eure Lordschaft! Wie können wir jetzt durch mal zurück? Gehen wir, Brüder. Okay, die lasse ich da jetzt erstmal. Stehen zu Dienst. Einfach stehen. Ich lasse der Utfin jetzt erstmal machen. Und währenddessen. In Ordnung.
Die Waffenkammer ist voll. Bereite ich nochmal eine separate Attacke hier drüben vor. Konstruieren Belagerungsgeräte. Es werden Rekruten benötigt. Wir haben gut Gold, das passt. Ich habe nichts Waffen verkaufen. So ein paar können weg. Junge, wir haben so viel hier. Was wünscht ihr? Ist ja Ghost is sick. Eure Lordschaft. Eisen haben wir noch ziemlich viel, was wir kaufen können. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Kann sein, dass wir das jetzt relativ schnell schaffen. Also mit aufbauen hier. Konstruieren Belagerungsgeräte. 5, 6, 7, Konstruieren 8, Belagerungsgeräte. 10. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. 20. Konstruieren Belagerungsgeräte. My Lord. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ich mache jetzt mal komplettes Care aus hier und verkaufe mal alle Waffen. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Güter. So, damit ich jetzt meine spezielle Ballistenarmee finanzieren kann. Benötigt sei. So, sammelt euch mal hier drüben. Also ich will da mindestens mit 30 Ballisten und nochmal 30 Schilden anfahren und dann will ich die Burg einfach nur in Brand setzen und ich will diese Armee hier gar nicht benutzen, ehrlich gesagt. Wir sind bereit. Ich will diese Armee hier drüben gar nicht erst benutzen. Ach, Alter, die, ja. Und los! So, nochmal 10. Konstruieren 1, 2, 3, Belagerungsgeräte. 4, Konstruieren 7, Belagerungsgeräte. 8, 9, 10. Konstruieren Belagerungsgeräte. Und ein Schild. Konstruieren Belagerungsgeräte. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt, Sire. So, was können wir noch verkaufen? Wir haben noch Eisen, Stein. Bisschen Getreide kann weg. Brot kann weg. Können wir so richtig mal Hausputz machen jetzt hier sozusagen. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Güter. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Sire? Alter, 55 Baumeister, Junge. Jo. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Okay, ich denke, das reicht jetzt auch an Ballisten, ehrlich gesagt. Konstruieren Belagerungsgeräte. Der Rest wird jetzt zu Schilden. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Gar keinen Platz mehr hier. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ich glaube, ich konstruieren Belagerungsgeräte. Ich glaube, ich weiß, wie ich die Folge nennen werde. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ich glaube, ich werde die Folge einfach nennen Konstruieren Belagerungsgeräte. Alright, was haben wir jetzt an Ballisten Waffen hier da? Waffen geschultert! 44. Euer Gnaden? Geht hier hinten mal noch besetzen? Auf dem Weg! Ich glaube, die da hinten ist nicht besetzt. Was soll konstruiert werden? Belagerungsgeräte bemannt ihr? Belagerungsgeräte bemannt! Okay. Hier wird noch ein Schild gebaut. Da sind jetzt alles, da ist jetzt alles ready, okay. Also, die Schilde kriegen jetzt die 1. Die Ballisten kriegen jetzt die 2. Schild Balliste, bereit, Lord. Unser Werkzeug ist bereit. Ballista, Schild bereit, Lord. Eure Lordschaft. Ah, hier ist noch eine Balliste nicht besetzt. Eine okay. Aufgabe. Belagerungsgeräte bemannt. Ballista, bereit, my Lord. Belagerungsgeräte sind bemannt. Ziemlich viele nicht Euer besetzt, Gnaden? Alter. Das müssen wir mal ändern. Ballista, bereit, also my Lord. 1. Balliste, bereit, zwei. Alter, wie viele hier noch nicht besetzt sind, Mann. Wie können wir helfen? Belagerungsgeräte bemannt. Belagerungsgeräte bemannt. Jetzt hab ich euch zwei noch. Ihr baut mir jetzt auch noch mal eine Balliste. Konstruieren Belagerungsgeräte. Balliste, bereit, my Lord. Balliste, bereit, my Lord. Warte mal, hier ist irgendwo noch ein bereit, my Lord. Baumeister, konstruieren Belagerungsgeräte. Einfach ein Geistes oder so. Okay. Balliste, bereit, so, eins, Balliste, zwei. Boah, die passen da gar nicht alle Schild hin. Schild bereit, eure Lordschaft. Aber das ist okay. Schild wird neu positioniert. Ich probier das jetzt, hab noch 3 Minuten. Das könnte was werden. Das ist halt mein ursprünglicher Plan gewesen. Hier. Schild wird neu positioniert.
Schild bereit, eure Lordschaft. Oh nein, erzähl mir jetzt nicht, dass sie die nicht treffen können. Unser Bestes. Nein, das ist nicht möglich. Oder ist das nicht für alle möglich? Bereit, eure Lordschaft. Oh nee, oder? Balliste bereit, my lord. Schild bereit, eure Lordschaft. Es geht einfach nicht. Was ist das für eine Scheiße? Balliste bereit, my lord. Die können da nicht Schild schießen bereit, von dort aus. Eure Lordschaft. Das ist eine absolute Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. Die können sich von da oben nicht wehren. Balliste bereit, my lord. Das ist echt erniedrigend jetzt. Die können nicht mal die Häuser da, nicht mal die Truppen können sie treffen. Alter, was? Ist hochgekurbelt. Das ist so bitter. Ist hochgekurbelt. Die können nicht die Einheiten oder die Gebäude hier treffen. Ja, okay. Das ist echt ernüchternd jetzt. Balliste bereit, my lord. Balliste bereit, my Das ist wirklich bereit, hart ernüchternd. Das ist unfassbar ernüchternd gerade. Ich muss die hier hinstellen. Schild bereit, eure Lordschaft, my lord. Ich muss sie dort hinstellen, hinter die Mauer, dann könnt's gehen. Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. Achtung! Im Laufschritt! Der Kampfspeicher ist voll, my lord. Das ist ja hart ernüchternd. Zu Diensten. Gerade richtig enttäuscht, muss ich sagen. Und los! Und Sire! Marsch! Na gut, okay, dann machen wir es jetzt. Ich will es trotzdem jetzt auf meine Art und Weise machen und nicht Waffen die Armee von Uschun nutzen. Schildballiste bereit, eure Lordschaft. Zur Stelle. Rücke aus. Kann sein, dass das total in die Hose gehen Schild wird. Schild bereit, eure Lordschaft. Möglicherweise. Eine Minute habe ich noch. Ich will das jetzt mit absoluter... mit Hass erzwingen. Schild wird neu positioniert. Kann sein, dass es halt wirklich total Schild in die Hose geht. Mal werden sehen. Ich hätte halt Nahkämpfer da unten noch Schultert gebraucht, ne? Schultert die Waffen. Der Marsch wird uns gut tun. So, schauen wir mal, ob die Armbrustschützen hier was reißen können. So absoluter Stellungskrieg hier gerade. Achtung! Ladet nach! Los! Die können da nicht hochschießen! Warum können die da nicht hochschießen? Nein, stopp, verdammt. Ah, Mist. Ey, dass das nicht geklappt hat, I don't know. Ich werde versuchen, ja gut, was, also ich schätze mal, Utwin wird schon mit der Truppe weitermachen, vermute ich mal. Aber ja, wir haben noch eine... Ach ja, da, ich dachte gerade kurz. Wir haben noch eine Backup-Armee, die kann dann quasi finishen. Aber ich hoffe, dass Utwin mit der Truppe weitermacht. Also mein nächster Plan wäre jetzt gewesen, die hier an die Mauern ranzuführen. Ey Mann, dass das von hier oben nicht klappt, das ist so enttäuschend einfach gerade. Dass ich dachte, dass in meinem Kopf war das so ein geiler Plan, von hier oben mit Feuerballisten hier reinzuschießen und alles in Flammen zu setzen, Mann. Das ist so erniedrigend, dass das gerade nicht geht. Egal. Ich schätze mal, Utwin wird mit der Truppe weitermachen. Und dann einfach nur auf das Feld hier führen. Vielleicht wird er dann auch sehen, dass es nicht so einfach ist, auf den Turm hier zu schießen. Aber gut. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, ich speichere erstmal. Speichern. Und ja, die nächste Folge seht ihr dann bei Utwin auf dem Channel. Link in der Videobeschreibung. Macht's gut, bleibt gesund. Und möglicherweise wird Utwin dann schon die letzte Folge jetzt haben. Vielleicht schafft das ja in 10 Minuten... den Wolf zu schlagen und dann wäre diese Map auch schon durch. Und dann bespreche ich mal mit ihm, wie wir weitermachen, weil ich schätze mal, das wäre dann vielleicht ein bisschen kurz für so eine Staffel, zwei Kerle, eine Karte. Mal gucken, vielleicht belassen wir es auch dabei für diese Staffel, weiß es nicht. Werde ich mal mit ihm besprechen. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie wir das jetzt veröffentlichen oder wie wir das machen, ob das jetzt halt jeden Tag so eine Folge gibt und dass das halt wirklich nur eine Woche läuft. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wir besprechen das einfach mal und wie gesagt, zum Zeitpunkt jetzt dieser Aufnahme ist noch die erste Folge nicht veröffentlicht. Wir wollen alles im Vorfeld erstmal komplett aufnehmen, bevor wir veröffentlichen und dann, ja, werden wir mal sehen. Okay, danke fürs Zusehen,
schaltet dann bei Utwin wieder ein, wenn die nächste Folge, vielleicht die letzte Folge kommt. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.